Servus, hallo am Kanal von Hausnatur und willkommen beim zweiten Video zum Systemvergleich der Wärmepumpen Alt gegen Neubau, Splitgerät gegen wassergeführtes System. Schauen wir sich die Daten an und jetzt auch bei knapp minus 2 Grad. Ja, es ist bitterkalt, auch schon im November. Darum werdet ihr auch an den Daten sehen. Wir haben tatsächlich Heizkurven anpassen müssen wieder. Und ja, war ein kalter November, also der Winter ist heuer früher da. Aber so ist halt November eh ganz normal. Aber schauen wir jetzt rein in die Daten. Der war wirklich kalt, also typischer November eigentlich, nicht so wie im Vorjahr. Verbräuche sind nach oben gegangen. Das erste Mal wurde der Neubau jetzt wirklich bei bitterkalten Temperaturen schon geheizt. Und jetzt schauen wir uns die Vergleiche an. Was sagt der Verbrauch, was sagt die Arbeitszahl zu den zwei Systemen, zu den zwei verschiedenen Bauten? Bleibt dran, wenn es euch interessiert. Bis gleich. Ja, dann rein in die Daten im November 2024. Aber ganz kurz für alle, die was jetzt neu dabei sind, wenn es ums System selbst geht, um die Heizungen, da geht nicht mehr so ins Detail. Jetzt da schaut einfach rein. Die Playlist ist da, damit ihr seht, um was für Wärmepumpen, Gebäude und Systeme es da geht. Aber was ich kurz ansprechen will, ist natürlich die Top-Möglichkeit, diese zwei Systeme, Alt-, Neubau und Splitgerät und wassergeführtes System, zu vergleichen. Das ist nämlich wirklich sensationell. Die Häuser sind nämlich am selben Standort. Hier ganz kurz in einer Skizze zu sehen. Das ist eine Anfangsskizze, die wir vor gut 2 Jahren einmal gezeichnet haben, damit wir sehen, wie sich das Ganze am Grundstück ausgeht. Hier sehen wir den Altbau mit normalem Satteldach, nichts Spezielles aus dem Katalog. Habe ich im letzten Video genau erklärt und in anderen Videos schon zum Heizsystem mit den Heizkörpern. Hier sehen wir dann den Neubau, PV-Anlage fehlt leider noch, und das dazu passende Splitgerät, eine 4 kW-Anlage, Normalstrom, habe ich beim letzten Video genug erklärt, und einen sehr kleinen Außenteil natürlich. Und im Altbau ist dieses Frischwasser-Eco-2-System oder Echo-2-System, wie auch immer, mit dem 500 Liter Buffer-System, Frischwasser und den großen 8 kW Starkstrom-Außenteil. Ja, und die Wärmepumpen nochmal ganz kurz im Vergleich. Wie gesagt, ins Detail gehe ich jetzt nicht mehr. Hier haben wir diese Anlage im Altbau mit dem 500 Liter Speicher, mit dem Eco2 System und auf der anderen Seite halt das normale System mit dem normalen Speicher mit 230 Liter Warmwasserinhalt. Ja, und wie angekündigt, hat es tatsächlich kleine Probleme gegeben. Die wirken sich aber komischerweise gar nicht auf die Arbeitszahl aus und auch nicht auf das Heizen selbst. Mir ist nur aufgefallen, weil ich natürlich ein bisschen Daten-Nerd bin. Und also im Altbau ist Folgendes passiert, nichts Schlimmes. Vielleicht im Stockwerk, da waren tatsächlich teilweise in 2 Räumen die Heizkörper nicht komplett warm. Entlüften hat nichts gebracht, und dann bin ich halt darauf gekommen, dass meine Durchflussmenge momentan nicht mehr passt. Alle, die meine alten Videos kennen, ich habe ja ungefähr immer um die 16 bis 17,5 Liter Durchflussmenge mit den Heizkörpern, also reine Heizkörpersysteme, und habe bis jetzt noch nie beobachtet, dass es weit unter den 10 Liter pro Minute fällt. Und das ist jetzt tatsächlich der Fall. Aber warum das sein kann, aber vielleicht gibt es da sicher bessere Spezialisten bei euch, die was dazu sehen und können mir da auch Tipps geben, was da wirklich sein kann. Weil tatsächlich, wenn ich die Anlage aus- und einschalte oder auch im Warmwassererzeugungsbetrieb, geht es wieder deutlich über die 10 und auch an die 20 Liter. Und fällt aber dann ziemlich flott wieder auf die 7 oder 6,9 Liter oder teilweise sogar ein bisschen weniger. Das Positive ist, die Anlage geht nicht auf Störung, obwohl das eigentlich viel zu wenig ist. Da muss sich einfach wieder angeschaut werden, was da los ist. Aber warum das sein kann, will ich ganz kurz ansprechen, denn tatsächlich sind wahrscheinlich wir schuld. Aufgrund beruflicher Dinge und natürlich unserem Hausbauprojekt bleibt kaum Zeit für irgendwelche Termine in meinem Haus. Bei uns bleibt alles liegen, sowohl die Fassade, Fußweg, all das gehört schon längst gerichtet, und nicht mal den Termin für das Service haben wir gemacht, und darum wird vielleicht das ein oder andere Problemchen entstanden sein.
Denn bei dieser Anlage gibt es ja tatsächlich, es ist eine wassergeführte Anlage zum Außenteil, Innenaußenteil wassergeführt. Die wurde montiert, seht ihr in meinem Video, 12.2022 und ist tatsächlich noch nie in Service gemacht worden. Und das sollte natürlich nicht passieren. Also ein Check einmal im Jahr oder alle 2 Jahre wäre es zumindest schon gut, vor allem in einem Altbau, wo natürlich die ärgste Suppe im Heizkreis ist. Ich habe mich jetzt wieder erschrocken, wie ich entlüften habe wollen. Das Wasser ist kohlrabenschwarz. Also es ist absolut ein Wahnsinn, was da für eine Suppe drin ist. Und das kann natürlich sich auch auf Durchflussgeschwindigkeiten auch auswirken. Denn tatsächlich gibt es nicht nur diesen Magnetabscheider, der durchaus auch einmal im Jahr vielleicht gespült gehört und auch ausgeräumt gehört. Der sitzt hier im oberen Teil. Ich will dann nicht wirklich selbst Hand anlegen, so kompakt und schön die Anlage ist. Man kommt dort wirklich sehr schwer dran. Und ich habe eine gute Installationsfirma ja an der Hand, die das auch montiert hat. Die sind natürlich jetzt wieder voll im Einsatz um diese Zeit, aber der Service wird schon kommen. Und nicht nur dieser Magnetabscheider, auch im Außenteil sitzt ein wichtiger Filter. Da kommt man aber auch nur dran, wenn man das Ganze hier zerlegt. Das ist natürlich jetzt während der Heizsaison und bei der jetzt kommenden Kälte, wir haben tatsächlich heute weit unter minus 2 Grad gehabt, nicht optimal. Die Anlage geht ja, wie gesagt, nicht auf Störung. Die Räume sind weiterhin schön warm. Also tatsächlich gibt es ja kaum was auszusetzen. Ist tatsächlich ein kleines Problem, aber es ist ein Problem. Also ich habe seit der Montage so wenig Durchflussrate noch nicht gesehen. Also es kann tatsächlich daran liegen, dass ein Service ausständig ist. Und wenn man hier natürlich ein bisschen schlauer agiert, macht man das auch vor der Heizsaison. Ja, schauen wir sie kurz im November an. Hier habe ich ja meine eigene Wetterstation am Haus von der Firma Netatmo. Gibt es auch ein Video dazu. Die liefert mir da genaueste Daten und auch die Kurven dazu. Kurz zum Jahresverlauf. Wir haben eine Durchschnittstemperatur jetzt mit Ende November von 13,5 Grad das ganze Jahr gesehen. Hier seht ihr die Spitzen. Über diesen Sommer haben wir schon oft genug gesprochen. Ist eigentlich eine Katastrophe. Also ab Mai über 30 Grad Spitzentemperaturen. Schauen wir sie kurz im November an. Es hat ganz wenig Tage gegeben, über 10 Grad. Das war nur Anfang November, war die Spitze mal da mit 14,6. Ansonsten war es auch schon sehr, sehr kalt, also mit minus 3,6 Grad am Haus gemessen. Ist zwar, wenn man in die Vergangenheit geht, schon oft so der Fall gewesen, aber im Vorjahr war der November viel, viel milder. Wenn man hier zum Beispiel auch hernimmt, minus 3,6 Grad Tiefstemperatur im November 2024 und geht da auf den Februar, da gibt es ja auch das Video dazu, da haben wir ja schon Frühlingstemperaturen gehabt im Februar 2024, war die Tiefstemperatur tatsächlich minus 1,7 Grad. Also der November ist jetzt kälter als der Februar und das ist absolut untypisch. Ja, hier kurz der erste Tag. Man sieht schon minus 4,3 Grad heute in der Nacht, wo das Video gedreht wird. Also es ist schon ganz schön kalt jetzt geworden. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Stromverbräuche jetzt aus. Dann gehen wir kurz detailliert nochmal in den November rein. Von 1. bis 30. November gemessen haben wir eine Durchschnittstemperatur von nur 3,6 Grad. Ja, das ist schon gegenüber dem Vorjahr, wo ich leider noch nicht gemessen habe, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall viel milder war, wird wahrscheinlich auch bei euch so gewesen sein. Also 3,6 Grad sehr tief. Tiefstemperatur hier am 10.11. nachts minus 2,9 Grad, aber es geht hier etliche Tage schon unter die 0 Grad. Das sind diese türkisen Spitzen. Also da geht schon ganz schön kalt dahin. Und wenn man hier die 5-Grad-Linie sieht, und da wurde es tatsächlich schon zu kalt, auch im Haus. Meine niedrig eingestellte Heizkurve kennt ihr ja. Die war ein bisschen übertrieben. Warum war das so? Ich habe im Februar umeinander probiert und habe dort so tief wie möglich die Temperatur eingestellt, Vorlauftemperatur. Und habe auch da schon gesagt, wenn es wirklich kalt wird, wird es wahrscheinlich nicht mehr passen. Angepasst habe ich es momentan noch nicht, denn es geht wunderbar über die App, über das Offset, einmal den Schieberegler 2, 3 Grad in die Höhe. So verstellt man sich nicht gleich die ganze Heizkurve.
Und man kann ja auch, wenn es wieder milder wird, wieder genauso mit einem Tastendruck aufs Handy das Ganze wieder zurückstellen. Das funktioniert eigentlich wunderbar. Und in der App kann man natürlich auch die Vorlauftemperatur gut beobachten und dann kann ich das ganz gut abschätzen. Der kälteste Raum bei uns ist ja eigentlich immer, leider Gottes, noch das Jugendzimmer meiner Tochter, aber die zieht eh bald aus. Ja, da kriegen wir das Zimmer bei niedrigen Vorlauftemperaturen und bei Kälte kaum an die 20 Grad, also gerade so an die 20 Grad, wenn sie es wärmer haben will, dann muss ich bei minus 2 oder minus 1 Grad schon an die 40 ran. Also 39, 40, 41 Grad Vorlauftemperatur müssen schon sein, damit meine Tochter oben nicht friert. Liegt an den zu klein bemessenen Heizkörper, den könnte man tauschen. Will ich aber jetzt nicht machen, weil der ganze Raum wird für mich Studio werden und auch ein Bastelzimmer für den 3D-Druck. Ja, hier habe ich nochmal eingekreist. So war es auch im Vorjahr im November, also immer deutlich über die 10 Grad, auch deutlich auch im Rest von November, soweit ich mich erinnern kann, war es nicht so kalt. Aber es ist eben mal November. Aber ich will es nur nochmal sagen, natürlich wirkt sich das trotz optimierter Heizkurven und Wärmepumpe jetzt negativ auf den Verbrauch aus, weil es eben kälter war als wie im Vorjahr. Ich zeige euch auch in dieser Präsentation auch noch den Wärmebedarf des Hauses vom Vorjahr. So, dann geht es rein in den Vergleich der Verbräuche, Monatsarbeitszahlen und Wärmeerzeugung der beiden Systeme. Und da sehen wir jetzt einen Gesamtverbrauch und der ist relativ hoch gegenüber dem Vorjahr, aber auch der Wärmebedarf war deutlich mehr aufgrund eben des kälteren Novembers 2024 gegenüber 2023. 481 Kilowattstunden haben wir Gesamtstromverbrauch gehabt für Heizen und Warmwasser. Davon gehen 422 Kilowattstunden Stromverbrauch rein auf das Heizen und 59 Kilowattstunden für die Warmwassererzeugung. Das finde ich eigentlich auch recht top. Wir sind immer noch ein Drei-Personen-Haushalt. Was bedeutet das von der Wärmeerzeugung her? Wir haben Gesamtwärmeerzeugung gehabt von 1759 Kilowattstunden. Und das bedeutet, wir haben aus diesen 481 Kilowattstunden Strom 1759 Kilowattstunden Wärme gemacht. Also eine Monatsarbeitszahl von 3,66 und das ist top für mich. Ja. Also mit Heizkörpern bei dieser Kälte absolut top Wert. Beim Heizen sogar noch besser. 1603 Kilowattstunden Wärme haben wir erzeugt aus 422 Kilowattstunden Heiz. Aus 422 Kilowattstunden Stromverbrauch. Eine Monatsarbeitszahl von 3,8. Absolut Topwert für mich. Warmwasser wie schon immer ein bisschen schlechter, das ist aber völlig normal. 156 Kilowattstunden haben wir Wärmebedarf gehabt fürs Warmwasser, 3-Personen-Haushalt. Und das ergibt eben eine Monatsarbeitszahl von 2,64 für das Warmwasser. Hier nochmal kurz angesprochen, November 2023, viel milder, mehrere Tage über 10 Grad am Tag. Haben wir natürlich damit auch einen weniger Wärmebedarf gebraucht, nämlich 1568 Kilowattstunden Wärmebedarf zu eben 1759 heuer. Das Wetter kann man nicht beeinflussen, es ist jetzt kälter geworden, es war auch schon der September kälter, auch da haben wir schon mehr Stromverbrauch gehabt. Aber ja, wir werden aber trotzdem ein top energetisches Jahr haben, auch zum Thema PV, Stromverbrauch. Den immensen Stromverbrauch gesamt im November mache ich ein gesondertes Video. Wenn euch das interessiert, vergesst nicht, ein Abo da zu lassen, vielleicht auch noch die Klingel zu aktivieren, dann seid ihr da top informiert. Wenn euch das interessiert natürlich. Ja, kommen wir zum Neubau. Und hier schaut es gar nicht mal so gut aus. Tatsächlich bin ich um einiges besser geworden jetzt bei Kälte. Man muss aber natürlich noch eines sagen, es ist nicht bewohnt, ja. Und natürlich, wenn sich Personen im Haus aufhalten, andere Geräte laufen und so weiter, dann wärmt sich das Haus auch viel schneller auf, als wenn nur sporadisch wer im Haus ist, aber noch nicht bewohnt. Dann fehlt auch noch die Wohnraumlüftung, die mehr zirkuliert und so weiter. Es ist noch nicht wirklich komplett zu vergleichen, aber zum Teil kann man es ja schon hernehmen. Tatsächlich haben wir jetzt im Neubau, also ein Niedrigenergiehaus, mit 90 Quadratmeter, aber eben mit riesiger Galerie, von den Kubikmetern her natürlich schon sehr viel zu heizen. Hausbauvideo gibt es noch kein neues. Es wird auch kaum geschaut. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Teil mache. Vielleicht noch einen abschließenden. Wir sind schon sehr weit momentan.
Also wir sind auch schon Schlafzimmereinrichtung, Innentüren sind eingebaut, Badezimmer ist schon fast fertig. Also wirklich, schaut wirklich top aus. Aber kurz jetzt, aber gehen wir zu den Daten. 329 Kilowattstunden Gesamtverbrauch für den Neubau, 300 Kilowattstunden davon fürs Heizen und 29 Kilowattstunden für das Warmwasser, wie gesagt, noch nicht bewohnt. Eine Wärmeerzeugung gesamt haben wir gehabt von 1008 Kilowattstunden. Das ist schon ein immenser Unterschied zu meinen 1759. Aber wir kommen eben nur auf eine Monatsarbeitszahl von 3, natürlich aufgrund des schlechten Wirkungsgrades des Warmwassers. Aber Gründe habe ich auch schon im letzten Video und auch jetzt schon erklärt. Es ist noch nicht bewohnt und es wird noch nicht benutzt. Und das Warmwasser wird hauptsächlich über den Heizstab momentan gemacht. Einmal in der Woche Legionellenheizung, heizt auf 60 Grad, das hält meistens ein paar Tage. Dann macht kurz einmal die Wärmepumpe wieder Warmwasser und dann ist schon wieder Freitag. Und dann fährt wieder voll der Heizstab rein. Und das ist natürlich nicht optimal und man kann das eben nicht hernehmen. Drum bleiben wir, das habe ich jetzt orange markiert, beim Heizvergleich, denn den kann man zum Großteil schon hernehmen. 300 Kilowattstunden fürs Heizen gegen 422 im Altbau mit Heizkörpern, 974 Kilowattstunden Wärmebedarf, um das Haus auf 22,5 Grad zu halten. Ist eigentlich ein Top-Wert, wie ich finde, zu 1603 Kilowattstunden Wärmebedarf im Altbau und eine Monatsarbeitszahl von immerhin 3,25. Das ist noch nicht optimal, aber da geht noch was. Da geht noch viel. Alle, die meine ersten Videos kennen, auch bei mir ist schon viel gegangen. Und Arbeitszahl ist zwar nicht unwichtig, aber wichtig ist der Verbrauch und der passt bei beiden. Kann man nichts Schlechtes darüber sagen. Ja, das war es jetzt einmal zu den Daten. Jetzt geht es nur, ich habe es da stehen, einmal zu der Lautstärke. Auch da habe ich kurz ein Video gemacht, ob das jetzt wirklich aussagekräftig ist oder nicht. Ich habe es nochmal gemessen, diesmal mit einem dB-Messer und habe da nochmal den Vergleich gemacht, denn es gibt tatsächlich hier Unterschiede. Von den dB her eher weniger, aber vom subjektiven Gefühl, wenn man davor steht, ist schon deutlich. Aber das schauen wir sich jetzt an. Bis gleich. Ja, bei uns im Altbau, unser großer 8 kW Außenteil von der Firma Daikin ist ganz schön zugefroren. Und wir werden jetzt einmal versuchen, hier eine Messung zu machen. Es ist knapp vor dem Abtauen, also ein bisschen geht noch was. Wir haben da jetzt bei gut einem Meter Abstand, wenn ich jetzt mal meinen Mund halte. Also gut 49 dB. Mit laufendem Kompressor. Auf der Kompressorseite, die sitzt hier, auch circa einen Meter Abstand. Auch hier haben wir tatsächlich den gleichen Wert, knapp an den 49 dB. Was den Unterschied macht zum neuen kleinen Gerät, ist natürlich der große Ventilator, hier mit einem Meter Abstand. Direkt im Luftstrom. Haben wir knapp an die 50 dB im fast zugefrorenen Zustand. Also das ist eigentlich schon gutes Indiz dafür, dass die Anlage wirklich sehr leise ist. Und wenn man unmittelbare Nachbarn hat, macht der Ventilator tatsächlich den Unterschied. Ja, die kleine Anlage hat blöderweise jetzt abgedaut, während ich die andere gefilmt habe. Darum ist der Vergleich jetzt ein bisschen unfair, aber trotzdem werdet ihr sehen, wie viel lauter das Gerät ist. Aber nicht der Kompressor, der ist absolut in Ordnung, das Gerät selbst, sondern das ist bauartbedingt und betrifft wohl auch alle Geräte, die nicht so einen großen Ventilator haben wie das Daikin Altherma, das große Daikin Altherma System. Kleiner Ventilator, alle die sich mit Technik auskennen, mit PC-Systemen, Lüfter und so weiter wissen, je größer der Ventilator, umso langsamer muss er drehen für die gleiche Leistung, umso leiser ist er. Dann messen wir wieder mit einem Meter Abstand. So, das ist jetzt wieder die Seite auf der Nicht-Kompressor-Seite. Jetzt habe ich leider Geräusche von den Raben.
Also wir haben hier gute 2 dB Unterschied. Auf der Kompressorseite wieder in etwa das gleiche, spricht für das System. Das heißt, der Kompressor ist gut gelagert und absolut top verarbeitet. Aber der Luftstrom ist tatsächlich lauter und das ist nicht unrelevant bei Nachbarn oder direkt an der Grundstücksgrenze. Ja, da kommt man schon an die 54 dB heran. Ist nicht wirklich schlimm, wie gesagt, das ist gerade mal gut ein Meter Abstand. Also wenn man die 3, 4, 5 Meter einhalte, ist wahrscheinlich bei den seltensten Fällen ein Problem. Wenn man natürlich in einer Siedlung wohnt oder einen geringen Abstand hat, wie zwischen Neu- und Altbau bei uns, ist bei uns aber völlig egal, weil die Schlafräume sind bei uns oben, haben keine Fenster, also da hört man gar nichts. Ja, das war's wieder zum Video. Das nächste Video geht dann über die PV-Anlage und über den immensen Stromverbrauch, wirklich immensen Stromverbrauch im November. Da bin ich ein bisschen schockiert, aber es gibt Gründe. Und warum ich dann doch nicht so schockiert bin, das seht ihr dann in dem nächsten Video. Dann kommt noch Ende Dezember hoffentlich das Abrechnungsvideo. Bin ich ganz gespannt. Das letzte war ja sehr überraschend mit über, ich glaube, wir waren unter 40 Euro im Monat Energiebedarf fürs gesamte Haus im Altbau. Das ist, war schon ein Wahnsinn. Ob wir da heuer wieder hinkommen werden, weiß ich nicht. Aber das sehen wir uns in den nächsten 2 Videos an. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen da. Das freut mich. Kommentare natürlich auch. Die werden so gut wie möglich beantwortet. Über ein Abo freuen wir uns natürlich auch. Und bleibt dran. Bei den nächsten Videos kommen noch 2 im Dezember. Gehe ich davon aus. Bis dann. Ciao.